Liebe Anlegerinnen und Anleger, die Auswirkungen der Pandemie sind allgegenwärtig. Sie beeinflussen nicht nur die Wirtschaftsentwicklung und Finanzmärkte, sondern auch unser Privatleben. So darf die Planung der Herbstferien für alle von uns eine grosse Herausforderung dargestellt haben. Und wir werden uns auch im vierten Quartal noch stark mit diesem Thema beschäftigen. Neben Corona wird uns als Anleger in den nächsten Wochen vor allem die amerikanische Präsidentschaftswahl begleiten. Die USA wählen am 3. November ihren neuen Präsidenten. Die Chance, dass der Präsident auch in der Wahlnacht schon bekannt ist, ist aber relativ klein. Wahrscheinlicher ist, dass der 3. November der Anfang von einem gerichtlichen Hickhack sein wird und beide Parteien das Ergebnis werden anfechten. Sicher ist in diesem Wahlkampf also nur, dass nichts sicher ist. Und Unsicherheit gutiert die Börse nicht. Das haben wir auch in den letzten Wochen schon beobachtet. Nach einer starken Kursrallye, die vor allem von amerikanischen Tech-Riesen angetrieben worden ist, ist die Bewertung von US-Aktien mittlerweile teuer, was das Rückschlagsrisiko weiter erhöht. Darum haben wir schon Ende September die Allokation in US-Aktien reduziert und die hohen Gewinne realisiert. Mittlerweile sind wir in unseren Portfolios also neutral gewichtet in den USA. Aufs Thema Technologie bleiben wir aber positiv. Wir glauben an den langfristigen Trend von Digitalisierung. Darum haben wir bei der BLKB auch eine digitale Vermögensverwaltungslösung, unser Digifolio, und haben erst gerade einen digitalen Zukunftsbasket lanciert, wo die langfristigen Trend in einem Gefäß investierbar macht. Unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater erzählen Ihnen sehr gerne mehr dazu und zeigen Ihnen auf, was morgen zählt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis nächstes Mal.